Ja, Angelo, lange haben wir jetzt auf das Derby hingefiebert. Nun ist es vorbei. 3 zu 3 hieß es am Ende in einem tollen, packenden Derby. Wie sieht jetzt nach ein paar Tagen dein Resümee zu dem Spiel aus? Ja, immer noch sitzt der Stachel tief. Wir hätten das Derby natürlich gern gewonnen. Am Ende, wenn man das ja, sag ich mal, nach ein paar Tagen betrachtet, geht es 3-3 vielleicht sogar in Ordnung. Aber wenn man natürlich 3-1 führt, ist natürlich sehr bitter, wenn man dann in der letzten Minute dann so den Sieg herschenkt, gerade in einem Derby. Aber ich denke, wir können da auch mit sehr viel Selbstvertrauen aus so einem Derby rausgehen und uns jetzt schon den nächsten Aufgaben widmen. Genau, du hast es angesprochen. Lange gilt es jetzt nicht drüber nachzudenken. Bereits morgen jetzt das nächste Spiel. Um 18 Uhr müssen wir beim FK Pirmasens antreten. Kein einfacher Gegner. Da haben wir auch oft schon nicht besonders gut ausgesehen. Deine Einschätzung zum Spiel morgen? Ja, natürlich ein ganz anderes Spiel wie gegen Saarbrücken. Wir haben dort die letzten Jahre nicht unbedingt sehr viel mitgenommen. Das wollen wir natürlich dieses Jahr besser machen. Ein sehr unangenehmer Gegner, der gerade nach vorne mit sehr vielen guten Spielern bestückt ist. Und ja, wir müssen wieder an unsere Grenzen gehen, um dort die nötigen Punkte mit nach Hause zu nehmen. Wie sieht's mit Jens aus? Der ist, glaube ich, noch eher krank. Wirst morgen wieder du und Pascal auf der Bank Platz nehmen? Ja, es sieht so aus, dass Pascal und ich morgen wieder am Spielfeld dran sein werden. Jens geht es ein bisschen besser, aber für morgen reicht es noch nicht und wir werden ihn gut vertreten, denke ich, wie schon am Wochenende. Okay, gut, dann kommen wir jetzt noch zu der Personalsituation. Wie sieht's da aus? Sind alle mit an Bord oder haben wir Verletzte zu beklagen? Chrissy Lentsch ist gesperrt, hat die fünfte gelbe Karte. Nils Fischer ist ein bisschen angeschlagen, da müssen wir abwarten, ob er morgen spielen kann und sonst sind alle an Bord. Wir haben genug Möglichkeiten, um auch ein paar frische Spieler auf den Platz zu stellen und werden dann nach dem Training heute entscheiden. Okay, dann vielen Dank, Angelo. Und dann morgen 18 Uhr Sportpark Kusterhöhe gegen den FK Pirmasens. Bis dahin. Danke.